Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Grundlage jeden Erfolgs ist natürlich Vertrauen. Und ganz besonders im Bereich der Lebensmittel ist dieses Vertrauen zutiefst erschüttert. Und Frau Dr. Karlowski, das Pferd von hinten aufzäumen wird nicht funktionieren. Schauen Sie sich doch bitte an, wie attraktiv es ist, gerade mit dem Begriff Bio überproportional Rendite erwirtschaften zu können. Das wird sehr, sehr deutlich, wenn Sie den Blick werfen in die kriminellen Struktur allein innerhalb Europas. Ganz besonders ins Auge sticht da Italien, aber auch über Malta werden Hunderte von Millionen Umsatz gemacht, die nicht Bioprodukte sind, die da vermarktet werden, sondern wo Bio nur drauf geklatscht wird. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel erläutern. Es gibt einen Mann, Stefano De Tatisis. Und dieser Mann ist mitverantwortlich, soll mitverantwortlich sein für einen der größten Betrügereien im Getreide, im Biogetreidebereich. Da sind 700.000 Tonnen Getreide gefälscht und dann auch nach Deutschland gekommen. Dieser Mann ist verurteilt worden zu 3 Monaten Gefängnis wegen Fälschung von Rechnungen, auf Bewährung ausgesetzt. Dieser Herr soll jetzt auch wieder aktiv sein auf Malta und wiederum in einer Firma, die im Moment im Fokus der Staatsanwaltschaft geraten ist. Was will ich damit sagen? Wenn Sie hier mit einem Antrag kommen und wollen Bioprodukte gefördert wissen mit staatlichen Geldern, dann würde ich sagen, der Staat solle dieses Geld besser in die Kontrolle der Bioprodukte stecken, damit dann die Bioprodukte marktsicher vom Endverbraucher mehr Akzeptanz finden. Nur das ist der richtige Weg. Der nächste Punkt, schauen Sie doch in unser Bundesland, wo im Bereich zum Beispiel der Biohennen wir einen massiven Rückgang der Bestände aus folgendem Grund haben. Hier werden die Bestände insofern immer kleiner, als dass bei Kontrollen aufgefallen ist, dass über 80.000 Legehennen unter Umständen gehalten wurden, die den Ansprüchen der Bioproduktion nicht mehr entsprechen. Schauen Sie hier in unser Land, dann werden Sie feststellen, dass der Herr Minister jetzt überlegt, inwieweit Kontrolleure von Kontrolleuren kontrolliert werden sollen. Das sind Verhältnisse, denen sollten Sie sich widmen, das sind die Schwachstellen und nicht hier dem Staat auftragen, er möge doch bitte mitfinanzieren, dass das Gemüse, wie Sie sich ausdrückten, vor- und fertig geputzt dann in die Kantinen gelangt und das dann auch noch subventioniert mit Steuergeldern, wie Sie das ausdrückten. Sie werden nur dann eine Verbesserung erreichen, eine Akzeptanz erreichen, wenn die Produkte qualitativ hochwertig produziert werden und wenn der Verbraucher sich darauf verlassen kann, dass diese Produkte dann auch unter den Rahmenbedingungen produziert wurden, wie sie die Vorschriften verlangen. Der einzige Ansatz, den man hat, und da hätte ich erwartet, dass Sie so einen Antrag einmal stellen, wäre, wenn Sie bei den unglaublichen Agrarsubventionen angesetzt hätten. Bis zum Jahre 2020 wird die Bundesrepublik Deutschland nicht weniger als 35 Milliarden, 35 Milliarden Subventionen an die Agrarbetriebe geben. Und wenn Sie hier die Asymmetrie zum Gegenstand Ihrer Forderung gemacht hätten, dass also die Biobetriebe weit unterrepräsentativ unterstützt werden, hätten wir Ihren Antrag eventuell zustimmen können. Noch ein Eingehen auf das, was die Frau Finanzministerin ausführte in Vertretung von Herrn Backhaus. Da waren 186 Millionen, hatten Sie, glaube ich, genannt. Im Moment liegen wir bei 125 oder 30 Millionen. Das ist natürlich schön herauszustellen, Herr Backhaus, aber das ist natürlich im Verhältnis nichts, im Verhältnis zu dem, was konventionell wirtschaftende Landwirte bekommen.
Interessant ist auch noch zu ihrer Person, das nur als kleiner Lacher vielleicht oder auch aus ihrer Sicht nicht gerade als Lacher zu verstehen, eine Zuschrift, die wir erhalten haben von einem Bauern aus Hessen, der ihnen attestierte, dass sie, und dann hat er es ein bisschen verallgemeinert, die Grünen im Plural als Diplom-Wahrnehmungsgestörte zu verstehen seien. Ich zitiere das hier aus der Zuschrift, weil ich zunehmend den Eindruck habe, dass in dieser Bezeichnung sehr, sehr viel Wahrheit liegt. Und ich bitte Sie in Zukunft, den Landtag nicht mit solchen Anträgen zu belästigen, weil sie nicht nur substanzlos sind, sondern auch hochpeinlich, Frau Doktor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.